Karotten, Ingwer, Zwiebeln. Hey Leute, wir sind KZ und ihr seht uns jetzt bei Dings, da, hier, das Ding, TV, SWR 3. Habt ihr das abgesprochen? Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen gerade. Ja, hey, komm. Heute im Interview-Check KIZ. Ihr habt euch das nämlich gewünscht. Doch das war gar nicht so eine leichte Aufgabe, denn wenn KIZ zum Interview erscheinen, läuft das, naja, sagen wir mal, speziell. Aber wie geht ein Koala? Wibbit, 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 wibbit. Du hast auch eine ganz gute Robbe drauf, finde ich. Das sind so meine Talente. Vielleicht wäre ich auch Robbe geworden, wenn ich nicht Musiker geworden wäre. Ich trage meistens nicht viel zu Interviews bei. Ich sage dann so ein, zwei Sätze, das war's. Nicht die besten Voraussetzungen für einen Interview-Check. Zum Glück sind die anderen offener. Ich habe alle meine Strophen für dieses Album nackt aufgenommen. Und ich denke, man hört das auch. Ja, ich finde Interviews toll. Ich auch. Ich freue mich. Vor allem unseres hier gerade. Das ist richtig toll. Läuft. Trotzdem müssen wir besonders sorgfältig sein. Schließlich schaut Tarek alle unsere Videos. Unser letztes Interview war ungefähr 1 Minute 30 lang. Ist es diesmal genauso? Nein, wieso 1 Minute 30? Ja, also das, was ich im Internet gesehen habe, das Ding. Ach so! Tarek hat offensichtlich die Glocke bei unserem Kanal aktiviert. So wie ihr hoffentlich auch. Denn im Internet nachschauen, was so über die Band gesagt wird, kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Nee, nie. Das machen andere. Ich höre das dann immer von Leuten, die Leute kennen und die sagen dann immer, hey, voll cool. Aber wir geben keinen Fuck auf die Hater, die in ihren Foren sich verstecken hinter ihren Computern, hinter ihren Bildschirmen und riesigen Rechnern. Wir geben da keinen Fick drauf auf diese Hater. Wir bleiben einfach wir selbst und gehen unseren Weg. Und dieser Weg war gar nicht so leicht. Ihr Standing und das des Hip-Hops mussten sie sich nämlich hart erkämpfen, wie sie sich immer wieder erinnern. Und da wir unsere Kultur, die Hip-Hop-Kultur auch über alles lieben, freuen wir uns natürlich darüber, dass das alles so präsent ist in diesem Fall. Naja, wir sind 2007, glaube ich, auf dem Zeltplatz aufgetreten und da ist uns eine Welle des Hasses entgegengeschlagen. Über diesen Auftritt haben sie auch schon 2009 gesprochen. Als wir vom Bus runtergeklettert sind, auf dem wir aufgetreten waren, auf dem Red Bull Tourbus, mit dem wir uns dann schlagen mussten. Und dann aber gleichzeitig auch ganz viel Liebe von anderen Leuten. Je mehr Hass du bekommst, desto mehr Liebe kriegst du irgendwie auch. Doch stopp! Bevor das hier zu ernst wird, ja? Was ist besser als ein Schnitzel? Zwei Schnitzel. Das ist genau den gleichen Gedanken. Und weil das hier ja ein Interview-Check ist, müssen wir jetzt checken, ob diese Aussage 3 Jahre später auch noch stimmt. Was ist besser als ein Schnitzel? Zwei Schnitzel. Stimmt also immer noch. Kommen wir zum nächsten Punkt. Unsere Egos sind unfassbar gewachsen. Wir haben gemerkt, dass wir ein aggressives Publikum haben, das bereit ist, zum Äußersten für uns zu gehen. Und ich muss schon sagen, da habe ich einen ziemlichen Höhenflug bekommen. Seitdem trage ich nur noch Sonnenbrille, auch bei Nacht, Winter, immer. Und check, auch 2015 trägt er noch Sonnenbrille. Aber 2012 haben die ihn tatsächlich ohne Sonnenbrille erwischt. Bleibt noch eine Sache, die wir checken sollten. Ich trage meistens nicht viel zu Interviews bei. Ich sage dann so ein, zwei Sätze, das war's. Wir überprüfen Tareks Aussage. Zitat, zu Interviews trage ich nicht so viel bei. Doch wenn wir auf die bisherigen Redeanteile schauen, ganz klar, Fake News. Ach, und falls ihr euch jetzt fragt, wer dieser Typ da ist. Die Akustik ist ganz schlecht. Wo seid ihr jetzt gerade? DJ Kraft war bis Februar 2018 der DJ von KIZ. Schon 2010 gab es Gerüchte, dass sie nicht zusammenpassen. Stimmt alles, wie du siehst. Stimmt. Ja. Wir haben keinen Sex mehr, aber wir arbeiten ja trotzdem zusammen und für das Geld machen wir das trotzdem. Eigentlich kein Wunder, dass es zur Trennung kommen musste. Das ist ja auch unerträgliche Musik, die wir da machen. Kannst du deine Musik selbst nicht hören? Nee. Ja, ich tanze Go-Go, jeder Mann geht K.O., mein Körper legendär, leck mir den Shampoos vom Po. Ist halt Geschmackssache und eigentlich hören die Jungs auch ganz andere Musik. Wir hören auch gerne Black Music. Großer Mario Winans-Fan. Und DJ Antoine ist auch ein ganz Favorite von mir. Richard Wagner. Schönberg, Berg, also ein Schüler von. This is crazy, here is my number. Call me maybe. Das ist so mein Shit. Bleibt nur die Frage, wieso sie überhaupt solche Musik machen.
Nee, wir kriegen von der Plattenfirma kein Geld überwiesen. Die Platten verkaufen sich ja nicht. Moment, das gibt doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Also, das müsst ihr jetzt erklären. Willst du wissen, wie viele Singles wir verkauft haben in der ersten Woche? Wie viel? 14. 14? Kein Scheiß jetzt, oder was? Oder? 14. 20 mit den 20 mit. Ja, ja. Und ich weiß, das Ding ist, aber was ist schon Quantität so? Weißt du, wir sollten aufhören, immer in diese Richtung zu denken. Es geht auch um die Leute, die es kaufen. Eben, Qualität zählt auch. Diese 14 Leute waren halt ganz besondere Menschen, weißt du? Ach so. Deswegen ist ja auch egal. Das war auch besonderes Geld, was wir von denen verdient haben. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Ihr macht es uns wirklich nicht leicht. Was ist los mit euch? Wir sind nicht geisteskrank oder irre oder so. Ich finde es so freche Unterstellung. Moment, ja? Das haben wir auch nie behauptet. Also zurück zu ernsteren Themen. Hip-Hop wurde geboren an der Westküste und flog dann nach West-Berlin, wo er sich auf meine Schulter setzte und anfing. Das war gerade voll das gute Schlusswort. Wir sind aber noch gar nicht am Ende angekommen. Wichtig wäre noch, über euer Verhältnis zu Kraftklub zu sprechen. Na los, erzähl schon, komm. Ja, Moment mal, also die wollen, wenn dann möchten die mit uns befreundet sein. Schade, ich hätte mir jetzt schon so eine kleine Liebeserklärung erhofft, aber naja, dann weiter im Text. Wen habt ihr zuletzt geküsst? Das sind mal richtig gute Fragen. Felix. Felix von Kraftklub? Wusste ich es doch. Jetzt können wir den Interview-Check beenden. Abonniert unseren Kanal und tut Nico bitte noch einen Gefallen. Kommentiert, welche Supernamen ihr den Jungs von KIZ geben möchtet. Denn wir freuen uns immer, wenn Leute uns neue Supernamen geben. Terror-Rapper, Porno-Rapper. Dann müssen wir uns selber keine Namen für uns ausdenken. Nee, das war super. Ich fand das auch gut.